DJI, DJI, DJI. Überall hörst du DJI. Welche Drohne für 150 Euro der heißeste Scheiß ist, erfährst du nach dem Intro. Ja, weißes T-Shirt. Toll. Perfekt für Videos. Ich nehme lieber das hier. Passt doch. Aktuell schwören halt natürlich super viele auf DJI. Die DJI Tello, eigentlich von Ryzo, ist eine 109-Euro-Drohne mit 5-Megapixel-Sensor in der Kamera. Man kann sie sehr gut fliegen. Aber für nur ein paar Euro mehr, für 150 Euro, bekommt man nämlich die Parrot Bebop. In der Version 1. Sicherlich stellt ihr euch jetzt die Frage, warum soll ich mir in drei Teufelsnamen eine Drohne von 2014 kaufen, wenn die Ryze doch zum Beispiel wesentlich neuer und mehr gehypt ist. Denn die Bebop kostete damals zum Einführungspreis 500 Euro. Kennt ihr noch das Spiel aus den 80ern? Ha, reingeguckt. Denn genau darin ist der große Vorteil der Parrot Bebop 1 gegenüber allen anderen Spielzeugdrohnen. Sie ist mal sehr, sehr hochwertig produziert worden. Man hat sich mal irgendwann mal gedacht, ja, wir möchten nicht nur Spielzeugdrohnen oder so Funtoys. Na, Funtoys ist eigentlich der... Überspringen wir das. Parrot hat mit der Bebop einen Meilenstein gesetzt. Aber zunächst einmal schauen wir uns einfach mal an, was in der Box ist. Also viel Spaß beim Unboxing. Und hier könnt ihr schon sehen, es sind zwei Akkus dabei, es ist sogar ein Ersatzset von Rotoren dabei, es sind die Protektoren für die Indoor-Flüge oder wenn man halt noch nicht so erfahren ist dabei. Fertig. Das passiert mir jetzt ziemlich selten, weil ich bin gerade hin und her gerissen, wie ich das Video weitermache. Möchtet ihr sehen, wie die Drohne fliegt? Also möchtet ihr das Material der Drohne sehen? Oder möchtet ihr erstmal sehen, wie die Drohne schwebt und wie sie so durch die Luft gleitet? Oder möchtet ihr die positiven Dinge oder die negativen Dinge hören? Fangen wir doch einfach mal an mit "So schwebt die Bebop". Vorteil 1. Der Geräuschpegel. Sie ist nämlich relativ leise. Vorteil 2. Man kann mit ihr überall fliegen. Sie hat zwar einen GPS-Sender, aber sie hat nicht diesen Kontrollzwang wie DJI, diese No-Fly-Areas, dass man nicht oder gar nicht abheben kann oder nur nach einem Unlock. Das hat sie gar nicht. Vorteil 3, der Bildstabilisator. In der Ryze zum Beispiel ist zwar eine sehr, sehr gute Intel-Kamera verbaut, der Bildprozessor ist von Intel, das muss ich jetzt nochmal kurz nachlesen, ist auch nicht wirklich wichtig. Auf jeden Fall ist die Kamera fest in der Drohne verbaut und bei DJI und bei Parrot hat man ein Fischaugenobjektiv, was zwar 14 Megapixel quasi den Rundumblick hat, aber wovon nur Full HD bei Video, also ein sehr, sehr kleiner Teil, rausgecroppt werden. Das hat den Vorteil, dass der Rest zur Bildstabilisierung dienen kann. Vorteil 4. Man kann den Bildausschnitt, obwohl die Drohne keinen Gimbal hat, schwenken. Wie cool. Ich hatte ja gerade gesagt, dass es ein Fischauge gibt. Und in diesem Fischauge wird einfach digital ein entsprechender Ausschnitt ausgewählt. Vorteil 5. Sie fliegt unglaublich ruhig. Also ganz ehrlich, ich habe selten so eine Drohne geflogen, die so unglaublich stabil in der Luft liegt, wo man einfach das Gefühl hat, ja, das macht Spaß. Mit dieser Drohne kannst du nämlich richtig gut fliegen lernen. Vorteil 6.
die Akkus. Die Akkulaufzeit ist so semi bei der Bebop 1. Sie liegt ungefähr bei 11 Minuten Flugzeit. Ja, ungefähr bei 11 Minuten Flugzeug. Aber du kriegst für relativ kleines Geld Akkus dazu. Direkt beim Kauf ist natürlich auch das Akkuladegerät. Hast du ja schon beim Unboxing gesehen. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Während man viele Spielzeugdrohnen oder kostengünstige Einsteigerdrohnen mit sehr proprietären, also wirklich einfachen und billig anmutenden Controllern fliegen kann, kann man die Bebop, genau wie die Tello, auch mit seinem Smartphone fliegen. Aber ich bin der Meinung, das Rumwischen auf so einem Smartphone, ja, ist so semi. Dafür kann man für ganz, ganz kleines Geld, ich glaube so um die 30 Euro, das Flypad von Parrot kaufen. Es wird eine Bluetooth-Verbindung zwischen Controller und Smartphone hergestellt und dann braucht man nicht mehr auf dem Display mit den Fingern rumrutschen und hat halt schon sehr, sehr cooles Controller-Teil in der Hand. Macht richtig viel Spaß, damit zu fliegen. So, das Unboxing habt ihr hinter euch, die Vorteile kennt ihr. Jetzt ist es Zeit, mal ein bisschen Material zu zeigen. Wie schön kann man mit der Drohne filmen? Dafür brauchen wir natürlich das Material, ein bisschen stimmungsvolle Musik und ich hau euch gleich auch noch ein sogenanntes LUT drauf. Das bedeutet, dass es ein bisschen cinematischer aussieht. Dann kommen oben noch die schönen schwarzen Balken drauf. Mal gucken, ob es euch gefällt. Okay, bei so viel Licht muss auch Schatten sein. Kommen wir also zu den Nachteilen. Nachteil 1, der Formfaktor. Die Drohne ist relativ groß, man kann sie relativ schlecht transportieren und es gibt sehr wenig Taschen, die man noch kaufen kann. Es gibt eine Version Bebop 2, dafür kriegt man viele Taschen auch aus dem chinesischen, asiatischen Bereich, die dann relativ kleines Geld kosten. Aber für die Bebop 1 gibt es nur, sagen wir mal, die relativ schwierige Möglichkeit, die Drohne in dem Karton mitzunehmen, damit sie halt nicht beschädigt wird. Ist so semi. Nachteil 2. Die Akku- und Flugzeit. 11 Minuten habe ich vorhin gesagt. Das ist aber auch schon sehr, sehr optimistisch. Oft sind es eher nur 8 Minuten, denn je nachdem, wie viel ihr fliegt, wie viel ihr schwebt, wie der Wind ist, wie viel die Drohne dann kämpfen muss, reduziert sich die Akkulaufzeit sehr, sehr schnell. Dabei ist mir auch Nachteil 2b, kann man B irgendwie so, 2b, manche Akkus verlieren sprunghaft die Leistung. Ob der Akku jetzt defekt ist oder ob es nicht richtig angezeigt wird, ich hatte mehrmals den Fall, der Akku ist 54, 50% und auf einmal zack, 20%. Das gibt kein gutes Gefühl beim Fliegen. Nachteil 2c. Es ist sehr, sehr friemelig, den Akku in die Bebop einzulegen. Man muss einen Klettverschluss lösen, dann muss man einen ziemlich friemeligen Kontakt lösen und dann kann man den Akku rausnehmen. Mega nervig. Nachteil 3. Die Drohne hat keine Positionslichter. Was heißt das? Es ist relativ schwer bei etwas schummrigem Licht. Ja, ihr dürft nur außerhalb, innerhalb der Sichtweite fliegen, aber man kann eine Drohne definitiv besser sehen, wenn sie blinkt. Finde ich persönlich echt schade, denn Positionslichter, wenn man sie einmal kennengelernt hat, mag man sie. Nachteil 4. Die Bildqualität vom Video ist... Die Kamera rauscht ziemlich stark. Woran das liegt, da streiten die Leute sich im Forum. Manche glauben, dass der Sensor überhitzt oder dass die Software da nicht so ganz richtig mitspielt. Die Bildqualität ist immerhin noch okay. Die Kamera hat nicht den sogenannten Jelly-Effekt. Das heißt also, dass das Vibrieren der Rotoren oder beziehungsweise des ganzen Flugobjektes sich mit auf den Sensor überträgt. Das hat die Kamera nicht. So zum Beispiel ja die Tello. Die, ja, könnt ihr mal nach dem Jelly-Effekt gucken. Oder Jello. Jelly oder Jello. Ist egal, ist auf jeden Fall wie so ein Wabbeln im Bild. Mega nervig. Nachteil auch bei der Fotoqualität. Ich zeige euch jetzt nochmal ein ganzes Bild.
Ihr seht so kleine orange Pfeile da drin. Das sind die Rotoren. Das bedeutet, man kann halt echt nur so einen kleinen Bereich rauskroppen. Persönlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass man vorher die Drohne auf 16:9 stellt im Bildformat, auch wenn man vielleicht 4:3 fotografiert oder 3:2, aber 16:9 kam ganz gut. Und dass man halt auf JPEG fotografiert, gar nicht DNG und gar nicht selber rauskroppt, sondern dass man sich vorher Gedanken macht, welchen Bildausschnitt möchte man haben und den dann auch fotografiert. Die Software macht das echt besser, als man das selber kann. Was mir persönlich nicht so gut gefallen hat, ist die Reichweite der Drohne. Fliegt ihr nur mit einem Smartphone, dann ist die Reichweite so durchschnittlich. Fliegt ihr mit dem Controller und dem Smartphone, dann ist die Reichweite ungefähr. Ihr könnt natürlich die Reichweite auch drastisch verbessern, indem ihr den Sky Controller kauft. Das ist einfach so der Controller mit eingebauten Wi-Fi, bla bla bla. Aber echt teuer. Und in der alten Version ist er echt mega hässlich, zeige ich euch mal. Und groß und unhandlich. Man darf zwar die Drohnen nur innerhalb der Sichtweite und nur maximal 100 Meter hoch fliegen, aber mit einem kleinen Trick könnt ihr mit einem Wi-Fi-Repeater die Reichweite verzehnfachen. Locker. So, last but not least, das Fazit. Ihr kennt Plus, Minus, Material, Mal und Geteilt, gibt in Summe eine absolut ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Wer Lust hat, eine Drohne zu fliegen, wer Lust hat, mal in die Drohne mit Videobereich einzusteigen, mega Empfehlung. Aber, bitte, 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 fliegt immer mit GPS. Ja, weil sonst haut sie euch vielleicht ab oder kommt nicht mehr zurück. In dem Sinne wünsche ich euch richtig viel Spaß, kauft die Bebop und sagt mir, wie gefällt euch die Bebop? Hat euch dieses Video gefallen? Die Glocke klingelt, wenn ihr ein Abo macht. Ich würde mich sehr freuen. Stay tuned!